herzliches Willkommen sagen heute Abend hier im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Ich freue mich als Mittelstandsbeauftragte der Bundesregierung, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Und jetzt möchte ich Ihnen natürlich auch nicht die beiden anderen Gründe zur Freude heute Abend vorenthalten, denn es freut mich, dass wir erstens wieder viele tolle Gründerinnen und Gründer aus ganz Deutschland für ihre Ideen, für ihre Kreativität und ihren Mut und ihre Leidenschaft prämieren. Das ist ein wirklicher Grund zur Freude und es ist natürlich auch ein weiterer Grund zur Freude, dass die Degut Geburtstag hat. In Brandenburg war die Situation natürlich ganz anders nach der Wiedervereinigung, aber wir waren auch unter einem ungeheuren Druck. Es sollte ja aufgebaut werden in kürzerer Zeit, was in anderen Bundesländern längst vorhanden war. Und da musste man die Räder nicht alle neu erfinden. Vor der Haustür, also in Berlin, gab es dieses tolle Modell, was Herr Pirot ins Leben gerufen hat. Und ich habe in meinem Leben nie gezögert, gute Dinge zu übernehmen und dann weiterzuentwickeln. Und ich denke, in der Zusammenarbeit auch zwischen Berlin und Brandenburg, die an anderen Fällen nicht immer ganz konfliktfrei ist, da hat sich im Wirtschaftsbereich eine wirklich gute Zusammenarbeit entwickelt. Und das dient der Gründerszene, das dient dem Selbstständigmachen und dem Aufbruch zu neuem Mut in Deutschland für seine eigene Zukunft zu sorgen. Und das finde ich das Tolle an diesem Projekt. Sie haben in Ihrer Leber eine Menge Enzyme, die das, was Sie essen, entgiften. Und diese Entgiftung ist eine chemische Reaktion und die nutzen wir aus und bringen diese chemischen Reaktionen in die Industrie. Und dann haben wir gesagt, nein, wir müssen selber Eis machen. Ja, und dann haben wir Eis gemacht, wieder. Und irgendwie scheint es ja den Leuten zu schmecken. Wir haben ein Verfahren entwickelt, mit dem wir sehr tief in diese Apps reinschauen können und genau schauen können, tun die eigentlich nur das, was sie tun sollen. Ja, Beispiel eine Taschenlampe. Warum brauchen Taschenlampen in Zukunft auf das Adressbuch? Das weltweit verfügbar ist und mit dem man mannigfaltigste Einsatzmöglichkeiten umsetzen kann. Das heißt, primär Menschen mit Hörschädigung nutzen uns in der Schule, im Studium oder auch im Berufsleben.